Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Hier zum ersten Video, klassischen Flirt-Video nach der großen Pause. Und wenn du wissen willst, warum es diese Pause gab, dann schau einfach mal beim letzten Video vorbei, über das Thema Wirtschaftspsychologie-Studium. Da habe ich kurz am Anfang in den ersten 2 Minuten erklärt, was denn der Sache war. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern heute erzähle ich dir die Wahrheit übers Online-Dating. Online-Dating, klar, jetzt in der Corona-Zeit natürlich eine Sache, mit der man sich verstärkt auseinandergesetzt hat und auch ich mich verstärkt auseinandergesetzt habe, um einfach mal zu gucken, wie viel kann man damit wirklich erreichen, wo liegen die Stolpersteine und bringt es dir was oder solltest du lieber auf andere Art und Weise Frauen kennenlernen? Das werden wir alles in dem heutigen Video klären, darüber will ich mit dir reden. Erstmal grundsätzlich zum Online-Dating ist natürlich zu sagen, dass du dich nicht auf die Online-Plattform an sich verlassen kannst und deren Aussagen, wenn Parship dir erzählt, alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship, ist es offensichtlich ein Werbeslogan, denn wie würde man das auch messen wollen, dass sich alle 11 Minuten ein Single über Parship verliebt? Das ist ja auch eine Statistik, die man gar nicht so richtig erheben kann. Deswegen kann man da schon mal nicht besonders viel drauf geben. Und es ist so, und ich habe auch in vergangenen Videos zu Online-Dating schon darüber gesprochen, dass natürlich ganz, ganz viel über dein Profil Bilder geht. Ne? Und damit hängt natürlich zusammen, wenn ich sage, ganz viel geht über deine Profilbilder, dann heißt es das natürlich, dass du A, gute Profilbilder brauchst, aber sehr, sehr gute Profilbilder zu haben, setzt eben auch voraus, dass du ein gewisses Aussehen hast. Das heißt, wenn du sehr gut aussiehst, dann ist Online-Dating für dich schon eine Sache, die gut funktionieren kann. Aber, und da muss man wirklich auch hinschauen, ich rede hier wirklich von sehr, sehr gut aussehen, also von so die oberen 10%, was wahrscheinlich alle Männer angeht. So, ich selbst sehe nicht schlecht aus, ich sehe sicherlich etwas überdurchschnittlich aus, aber ich bin nicht in den oberen 10 oder 20%, das sicherlich nicht. Und muss sagen, dass meine Erfolge im Online-Dating im Vergleich zum, ich sag mal, im Alltag doch sehr mau ausfallen. Also, ich matche da einfach mit Frauen, wo ich mir denke, okay, wow, wäre mir im Alltag auch überhaupt gar nicht aufgefallen, diese Frau, muss ich ehrlich sagen. Also die Frauen, die ich im Alltag kennenlerne, sprechen einfach gar nicht den Frauen, die ich da im Online-Dating sozusagen matchen kann. Und wenn ich dann mal eine Frau matche im Online-Dating, die theoretisch schon so mein Typ ist, dann bleibt es oft irgendwie beim Schreiben hängen, was auch ein bisschen an mir liegt, weil ich auch selbst keine Lust drauf habe, weil ich nicht der Schreibentyp bin. Ich bin, wie du vielleicht weißt, sonst wäre ich hier auch gar nicht auf YouTube. Ich bin der Kommunikationstyp, ich mache viel über Sprache, viel über Körpersprache und viel einfach über meinen Ausdruck und mein Sein und das funktioniert halt alles im Online-Dating. Ich versuche dann immer relativ schnell, das kann ich nur dir auch empfehlen, wenn du im Online-Dating unterwegs bist, versuch dann relativ schnell auf WhatsApp rüber zu wechseln, um halt Sprachnachrichten machen zu können, weil das doch ein bisschen entspannter ist. Ja, aber das funktioniert eben auch nicht immer. Deswegen Online-Dating kann funktionieren, probier es gerne aus. Es ist sicherlich kein Verlust, wenn du es ausprobierst, um zu gucken, okay, was kann das für dich funktionieren, kann es nicht so funktionieren. Aber es ist einfach eine Sache, die schlechter funktioniert als das Kennenlernen im Alltag. Und natürlich ist das sowas, was auch Online-Dating-Plattformen dir sicherlich nicht erzählen wollen. Also selbst wenn Online-Dating-Plattformen an Statistiken sehen, und das sehen die, denke ich, schon, wie viel Erfolg gewisse Gruppen an Leuten haben, die matchen dich ja auch schon so nach Aussehen so ein bisschen, dann werden die dir natürlich nicht erzählen, dass ja für dich speziell Online-Dating vielleicht auch eine Geldverschwendung ist, wenn du Geld dafür ausgibst. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Natürlich, und ich hatte meine Zeit Tinder Gold, natürlich kannst du mit Tinder Gold noch ein bisschen mehr machen. Du hast da mehr Möglichkeiten, ganz klar. Am Ende des Tages wird dich eine Premium-Version einer Online-Dating-App oder Plattform aber nicht dazu bringen, dass du jetzt auf einmal mega viel mehr Erfolg und Frauen hast, die dir diese Version vielleicht versprechen möchte. Das ist einfach Quatsch, das funktioniert nicht wirklich. Es gibt ein paar zusätzliche Funktionen, die wirklich praktisch sind, aber die werden dich nicht über deine normalen Möglichkeiten anheben können. Na, da kannst du besser mit besseren Bildern arbeiten. Das bringt dich weiter, als wenn du irgendeine Premium-Version von irgendwas kaufst. Und das ist das nächste Problem mit Online-Dating. Tinder und so finde ich noch ganz in Ordnung, weil da kannst du wirklich mit der Gratis-Version noch ganz gute Arbeit leisten. Aber wenn es dann zu anderen Online-Dating-Plattformen kommt, musst du halt wirklich teilweise hohe Geldbeträge zahlen, um überhaupt erstmal im Spiel zu sein. Und es gibt, und da habe ich letztens eine Dokumentation drüber gesehen, das ist halt Betrug. Also es ist nicht Betrug, weil es da drin steht, aber es sieht halt niemand, also es ist eigentlich Betrug. Es gibt viele Online-Dating-Plattformen, ich weiß nicht, ob es die großen auch sind, das könnte man eigentlich schnell nachgucken, die Leute beschäftigen, die mit dir schreiben,
die aber gar keine richtigen, zum Beispiel Frauen sind. Das gibt es auch für Männer, andersrum. Und es steht tatsächlich in den AGBs, also steht in den Richtlinien dieser Plattform drin, ganz unten, ganz klein, irgendwo auf der letzten Seite steht drin, dass diese Plattform eventuell Leute beschäftigt, die sich als richtige Leute ausgeben. Also es steht drin. Insofern ist es legal, aber es ist halt irgendwie Betrug, weil man es natürlich so gut wie möglich auf die letzte Seite packen will, damit niemand das sieht und damit du dann vielleicht mit irgendwem schreibst. Und deren, also das ist meistens bei Dating-Plattformen, wo du für jede Nachricht bezahlen musst. Das heißt, auf Tinder ist das eher nicht der Fall. Auf diesen gängigen ist es, glaube ich, eher nicht so. Aber nagel mich nicht darauf fest. Es ist mehr so bei welchen, es gibt so Plattformen, musst du für jede Nachricht bezahlen. Also du kaufst irgendwie so 15 Euro Guthaben und dann bezahlst du für jede Nachricht, die du mit einer Person schreibst. Und dann willst du natürlich, klar, schnell wechseln auf eine andere Plattform, weil jede Nachricht kostet dich halt Geld. Und es ist dann eben die Aufgabe dieser Chatschreiber, ja, dich am Ball zu halten und dich auf der Plattform zu halten. Und die kriegen halt für jede Nachricht, die du denen schreibst, kriegen die halt eine Provision sozusagen. Ne, das kannst du dir wirklich so vorstellen, wie das klischeehafterweise auch sich manche Leute vorstellen. Da sitzt dann halt so ein dicker Klaus hinter der Kamera oder hinter der Kamera, hinter dem Laptop und schreibt dir halt irgendwelche Nachrichten im Sinne von, boah, ja, ich finde dich voll toll und ich bin voll verliebt in dich, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher und lass uns noch ein bisschen hier bleiben. Ich muss noch mehr Vertrauen aufbauen. Und so eine Scheiße gibt es halt wirklich und ja, da kann man sich halt einfach nur an den Kopf packen, würde ich sagen. Deswegen, und wie gesagt, das betrifft jetzt nicht solche Sachen wie Tinder und so. Tinder hat das zu sehr, sehr sicher nicht. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob die sowas in diesen Dings da stehen haben, aber ich denke, Tinder hat das nicht, weil du ja auch nicht pro Nachricht bezahlst. Das würde also auch irgendwie gar keinen Sinn machen. Das funktioniert eigentlich nur, wenn du wirklich pro Nachricht bezahlst, weil dann kannst du ja nur die Leute, deine Mitarbeiter, kannst du denen Provision bezahlen, wenn sie dich auf der Plattform halten. Also diese klassischen Dating-Dienste haben es wahrscheinlich eher nicht. Wenn du bezahlen musst für Nachrichten, musst du ja mal so ein bisschen gucken, dann könnte sowas da hinterstecken. Einfach mal in die AGBs schauen, es steht halt auch drin, die müssen es reinschreiben und dann siehst du es. So, Online-Dating, okay, also ich glaube, das, was ich hier kommunizieren möchte, ist relativ klar. Es kann zu Erfolg führen und du solltest es auf jeden Fall ausprobieren, aber ich glaube, für 90% der Leute wäre klassisches Frauen kennenlernen auf der Straße im Alltag die viel bessere Variante. Gerade wenn du vielleicht nicht super gut aussiehst, wirst du halt auf Online-Dating-Plattformen schon Probleme haben. Und das kannst du halt im Alltag kompensieren durch deine Persönlichkeit. Natürlich kannst du es nur bis zu einem gewissen Grad kompensieren. Ne? Da will ich dir keine Scheiße erzählen und ich finde es auch schrecklich, wenn irgendwer dann den Leuten irgendeine Kacke erzählt von wegen, hey, bist du ein unterdurchschnittlich aussehender Typ und willst 20 Models im Monat kennenlernen? Das ist gar kein Problem. Mit diesen tollen Taktiken schaffst auch du es. So, nein. Kannst du als unterdurchschnittlich aussehender Typ ein Model kennenlernen? Ja. Ist es sehr wahrscheinlich? Nein. So, also da muss man sich einfach keine Scheiße erzählen lassen. Aber du kannst auf jeden Fall, wenn wir reden jetzt speziell über das Thema Aussehen, wenn du jetzt durch das Aussehen auf Online-Dating-Plattformen nicht so die guten Erfolge erzielst, kannst du im Alltag auf jeden Fall bessere Erfolge erzielen. Und das ist der Punkt. Die Frage ist also, lohnt sich Online-Dating für dich? Und ich würde sagen, in den meisten Fällen und für 95% der Leute tut es das nicht. Denn die Leute, für die sich das tatsächlich lohnt, die sehr gut aussehenden Leute, die könnten auch auf der Straße einfach Frauen kennenlernen, wenn sie so gut aussehen. Das macht dann den Unterschied nicht mehr. Ne, also es gibt im Grunde gar keine so richtige Zielgruppe, zumindest auf der Männerseite, denen das wirklich dient. Was funktionieren kann, was man theoretisch auf Online-Dating-Plattformen machen kann, ist, dass du wirklich ja, die Frauen matcht. Also wie gesagt, ich matche auch sehr viele Frauen, wo ich mir denke, hey, die gefällt mir eigentlich nicht. Und by the way, nur wenn Leute wieder sagen, ich habe meine Unterhose an, das ist eine kurze Hose, das nur mal angemerkt. Ich matche wirklich auch viele Frauen, wo ich mir denke, okay, ist irgendwie nicht so mein Typ, was man machen könnte. Ich sage könnte, weil ich würde es nicht machen. Ist natürlich deine Entscheidung. Wenn du jetzt rein auf sexueller Ebene unterwegs bist und willst viele sexuelle Erfahrungen sammeln und dir ist egal, ob die Frauen jetzt super dein Typ sind, dann könntest du natürlich diese Plattform dazu nutzen, um viele Frauen kennenzulernen und mit denen einfach so One-Night-Stands zu haben. Na, klar, dann musst du nur damit in Ordnung sein, dass diese Frauen vielleicht nicht unbedingt dein Typ sind oder auf deinem Level sind, wie auch immer du es jetzt bezeichnen möchtest. Ich glaube aber trotzdem, dass für die meisten Leute Online-Dating tatsächlich eine Zeitverschwendung ist, weil es ist ja auch ein Zeitaufwand. Du musst rumswipen, dann musst du irgendwelche Textnachrichten schreiben, bevor du da vielleicht irgendwann aufs Date kommst. Also den Aufwand, den du ins Online-Dating steckst, wenn du den im gleichen Zuge sozusagen im Alltag so ein bisschen investierst, dann ist es viel entspannter. Und ich meine, na, wenn du jetzt sowieso auf der Straße unterwegs bist, gut, gerade ist natürlich die Situation nicht optimal zum Frauen ansprechen. Ich glaube aber, und ich werde jetzt bald wieder Coachings haben, in denen ich das dann verifizieren oder falsifizieren kann, ich glaube aber, dass es mittlerweile wieder geht. Auf der Straße sind die Leute ohne Maske unterwegs und wenn man ein bisschen mehr Abstand hält, sollte das kein Problem sein. Im Laden ist es natürlich blöd, da mit Maske, das ist natürlich scheiße, da würde ich es dann auch nicht machen.
Aber im Alltag ist einfach eine super entspannte Sache. Du kommst, bist auf der Straße unterwegs, da kommt eine Frau entgegen, die gefällt dir. Du sagst einfach mal Hi und innerhalb von ein paar Sekunden weißt du, ob es cool ist oder ob es nicht cool ist. Da brauchst du nicht ewig auf Tinder rumzuhängen oder auf anderen Online-Plattformen, wo man dir noch dein Geld abzieht, nur um dann am Ende des Tages doch irgendwie keinen Erfolg zu haben. Na, also Online-Dating kann man machen, sollte man ausprobieren. Es kann ja sein, dass du damit gut fährst und gut klarkommst. Ich kenne auch viele Leute, die sagen, ja, Online-Dating funktioniert für mich sehr gut, ich mache das gerne, das passt irgendwie für mich. Und dann ist das ja fein, aber ich weiß noch nicht, ob diese Leute jemals versucht haben, im Alltag so richtig durchzustarten, sage ich jetzt mal, und dort vielleicht viel bessere Ergebnisse hätten. Deswegen, ja, probier es gerne aus. Aber auch da, ne, wenn du es ausprobieren willst und wenn du erstmal grundsätzlich ein paar Erfolge haben willst, brauchst du einfach auch gute Profilbilder. Jetzt unabhängig davon, wie du aussiehst, ne, ob du jetzt gut aussiehst oder nicht so gut aussiehst, gute Profilbilder solltest du immer haben. Und schon das ist ein Startaufwand, den du halt nicht bringen musst, wenn du jetzt im Alltag unterwegs bist. Wenn du wissen willst, wie man im Alltag Frauen kennenlernt, wie das Ganze funktioniert, dann bist du natürlich auf dem Channel richtig, denn darüber sprechen wir hier. Darum geht es auf diesem Channel. Das ist die Arbeit, die ich leiste. In Coachings begleite ich dich und bringe dir das bei. Ich werde jetzt auch in Zukunft wieder mehr Coachings machen. Ich muss es halt mit dem Studium abpassen. Ich werde nicht mehr so viele Coachingplätze anbieten, weniger Coachingplätze und mir die Leute ein bisschen spezifischer aussuchen. Im Sinne von, mit wem habe ich Lust zusammenzuarbeiten. Das ist eine schöne Position für mich, weil ich mir einfach die Leute aussuchen kann. Ja, was soll ich sagen, das ist eine schöne Position für mich. Aber wie gesagt, das biete ich eben an und du kannst dich auch dafür bewerben im Link in der Beschreibung. Den packe ich da rein. Erster Link in der Beschreibung, kannst du dich fürs Coaching bewerben. Ende des Videos, Thema Online-Dating. Das ist mein Standpunkt dazu. Ich denke, das wird für die meisten Leute zutreffend sein. Wenn du dazu Fragen hast, Anmerkungen, vielleicht deine Erfahrungen mit Online-Dating, gerne in die Kommentare. Ansonsten abonniere den Channel. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Und bis dahin wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg mit Frauen, ob online oder offline. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.